So. Mal sehen, was diese Runde birgt. Wir haben auf jeden Fall ein Outfield Kha'Zix. Er hat in der Champ Selection ein bisschen geweint, dass er nicht jungeln will. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann haben wir Zed hier in der Mitte. Eventuell haben wir Pike Level 1 bei uns in der Mitte. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Hey, das Skull beim Luba. Okay. Der hat dann Pink Ward hingemacht. Den können wir aber entfernen, ne? Dann sollte. Ah ne, den Vayne einfach komplett. Boah, sind fast tot. Ich könnte da leider nicht nochmal hin, ne? Kann ich da nochmal hingehen? Sehr gut, Team. Das ist der Pike. Ich werde jetzt hier basen gehen. Ist der Ward noch im Busch? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, was da gerade abgegangen ist, ne? Aber. Hat er mal reingebissen. Ich weiß, was nicht gerade. Ich weiß nicht, was da gerade abgegangen ist. Aber der Ward war immer noch im Busch am Ende. Ich habe nämlich minimal in der Mitte den Zed getötet. Der Ward war tatsächlich immer noch im Busch gewesen. So, kurz mal chillen. Mal hier reinhapsen. Ich kann meine Früchte einmal nehmen. Er ist halt Level 4, weil er das Kenne-Minion schon hat, ne? Okay, er ist wieder Hälfte. Ich kann mich aber hochheilen mit meiner Q. Er sieht nicht mehr so healthy aus. Hälfte Pierre hat wieder Minion verloren. Nice, da seine. Machen wir so die Wave hier weg. Er verliert nämlich jetzt richtig viel Farm, wenn er in die Base geht. Oh no. Rengar, don't do it. Oh, der Gank von Rengar. Schade, wir hätten ihn komplett unter Kontrolle. Weil die Midlaner, die schreien immer nach Ganks, wenn die gestompt werden. Good job. Ich muss leider wieder mitrennen. Ist die Krabbe hier? Nee, ne? Okay, Echo geht nicht in die Mitte. Kann er mich töten mit Ultimate? Echo ist auch Mitte. Leute, ich werde 24-7 mit Nunu gegankt. Das ist aber jedes Game so. Also der Nunu-Hate, der ist einfach, der ist real. Alle hassen Nunu. Oh, der Pike ist hier. Geknightet, der Pike. Der Rengar war auch noch wieder da. Wie gesagt, du hast, wenn du Nunu Mitte spielst, du hast immer 3 bis 4 Leute in der Midlane. So, wir nehmen mal Schuhe mit. Aber normalerweise sollten sie dafür halt jetzt die Toplane punishen, ne? Was sie halt nicht machen. Weil die rennen da einfach nur random rum. Wieso kommen alle Mitte? Bitte geht aus der Mitte weg. Das macht so keinen Sinn. Warum seid ihr in der Mitte? Warum?
guckt auf die Toplane, die ganze Wave geht in den Turm und sieht Shin in der Mitte. Oh, was tut ihr hier? Guckt auf die Top. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ey. Die haben der Caitlyn einfach 3 Platings gegeben. Für nichts. Macht keinen Sinn, Leute. Macht einfach keinen Sinn. Ich hab ihn geklaut. Job. Der hat nichts, ne? Der ist dead hier. Da habt ihr einmal rein. Ich glaube, der hat noch Ulti, ne? Der Set. Gib da noch Ulti ab. Ne, ne, der kennt alle das Potenzial von Nunu Mitte. Ansonsten wird ja nicht der. Und sonst hätten wir nicht die 24-7 Gangs. Die ist auch dead wegen dem der Z, der steht im Busch. Schade. Ich hätte auch einkaufen sollen, ne? Wäre ich einkaufen gegangen, wäre besser gewesen. Ich habe zu lange da rumgehangen. Wir haben so viel Gold in der Tasche. Der ist ziemlich low. Der hat kein Ultimate, der Set. Eigentlich könnte der den töten, aber der geht raus. Okay. Und sie geht wieder in die Mitte. Bitte nicht. Bitte nicht, du hast so eine Toplane-Wave. Oh. Nee, nee. Jetzt haben wir einfach wieder Party hier, ne? Hey, frech. Frech, frech, frech. Ich mag nicht mehr Mitte spielen, Leute. Mitte ist einfach immer zu viel Party. Aus irgendeinem Grund war Miss Fortune Mitte und unsere Karma top. Das macht irgendwie alles keinen Sinn mehr. Das Gute ist aber, dass Wukong gut gewinnt, ne? Der Wukong hat den Echo ziemlich klein gehalten, ist sehr nice. So, nehmen wir Void Stuff mit. Sehr gut. Supporter nimmt den Farm in der Midlane. Jetzt hat der Herald wieder ab, ne? Muss eigentlich den Herald machen, aber Jungle ist gerade Toplane. So, der geht auf jeden Fall zum Herald runter, habe ich gesehen. Ja, der ist ja ziemlich alleine, ne? Der muss da alleine sein.
Ich werde ihn direkt ignoren, wenn er da hängt. Ist er hier? Er war auf jeden Fall hier. Uldi hat er gerade geprockt. Sehr gut. Ich räume hier den Ball. Ich könnte vielleicht die Caitlin treffen. Stück ab treffe ich hier die Kate. Der Jungler leider dead. Bam. Töte die Caitlin. Die ist doch komplett out of position. Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Aber wir nehmen es mit. So, jetzt das Ding, ne? Ich würde jetzt, glaube ich, direkt zum Dragon gehen. Ich glaube, der Drake ist der bessere Call jetzt tatsächlich, aber da alle schon auf der Botlane sind, wird es schwierig, die zu überzeugen, ne? Ich bin 47, Bowclasher. Ich habe aber keinen Command fürs Alter oder so. So. Das Gute ist, dass der Gegner diesen Echo hat, ne? Man weiß ja nicht, ist es der Echo? Ist es der Echo? Oder ist es der Wukong? Ist der Echo oder der Wukong? Das ist halt die Frage. Ich gehe da hinterher. Doch nicht. Danke fürs Aufmachen. So. Ich glaube, wenn wir jetzt Mitte gehen, könnten wir sterben, ne? Ohne Flash, aber ich will die Minimum Wave eigentlich gern haben. Ich spare gerade auch so ein bisschen für einen Sonyas. Vergiss das Sonyas. Aber hast du sie im Buch gekauft? Gibt kein Sonyas mehr. Kriegen wir den Down noch? Nee, leider nicht. Hätten wir doch Sonyas holen sollen, ha? Huh? Aber jetzt zu spät. Jetzt gehen wir doch aufs Buch. Sehr, sehr gut. Good job, Team. Okay, wir brauchen... Wie viel kostet das? 350 kriege ich wieder. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, wir brauchen Sonyas. Ich werde zu hart gefokust von Zed hier in den Teamfights. Welche Elo? Ich weiß nicht genau, welche das ist in Legendary Queue. Irgendwas mit Vanquisher, kurz davor, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Irgendwas um Vanquisher-Dings oder das davor. Saved AP. Ist kein Ward drin. Könnte nochmal einen dicken Schneeball werfen, ne? Okay, K6 gerade Base. Vielleicht sollten wir doch keinen dicken Schneeball werfen. Ich ging leider nicht rauf. Ja,
Good job, Team. Hallo, Sir. Ein wunderschön. Sollen wir den nicht machen? Ich dachte, wir töten erst den Z. Ich dachte, wir töten erst den Z. Naja, Baron für die Gegner. So, dann brauchen wir noch 50 Gold. Junge, dieser Karma-Damage, ne? Sagen wir mal so insanely hoch. MF catched worden. Baron darf es eh useless. True. Aber was ich gern gehabt hätte, wäre der Dragon tatsächlich. Den hätte ich gern gehabt, aber unser Jungle ist Botlane gerannt, ne? Oh, ich hätte flashen müssen, I guess. Haben wir den Drake bekommen? Was mit der Botlane? Die muss gepusht werden. Okay, wir haben Triple Drake auf jeden Fall. Ich hätte die... Nach dem Sonnes hätte ich flashen müssen, die Shurikens. Triple Drake ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. So gefährlich, was die MF macht. Aber ich glaube, die kommt raus. Nice. Ja, Landing Phase war der Set ziemlich bad, ne? Aber mittlerweile hat er echt gut Gold gemacht. Stimmt. Mittlerweile hat er ganz gut Kohle. Hol ihn dir. Nice. Worth it. Worth it, worth it, worth it. Wenn die anderen Leute im Team jetzt das gewinnen. MF, du musst erst deine dritte Fähigkeit ballern. Wenn ihr MF spielt und ihr wollt ulten, ihr müsst erst die dritte Fähigkeit draufwerfen und dann Ulti machen, damit der Gegner einen verlangsamten Untergrund hat. Und ich aber aus Ultimate rauslaufen kann. Da müsst ihr mal dran denken, wenn ihr MF spielt. Immer erst E drauf und dann die Ultimate. Ich meine, ich kann da jetzt einmal reinfahren, ne? Ich habe einen ganz guten Winkel. Oh, guter Flank. Oder? Boah, war das knapp. Elder Drake kommt gleich, ne? Ich sollte einen Elder fallen. Würde ich schon mal behaupten.
Der Set ist fast dead, ja. Ich muss noch einmal irgendwas essen. Dann kann ich da nochmal rein. So, ich kann ja... Keiner ist gestorben. Holy. Go, go. Wir müssen jetzt Elder rushen. Warte. Viel zu spät sind wir dran. Viel zu spät. Was machen die? Nicht den Brad Buff. Komm, 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 komm. Ich gehe hier basen. Jobteam. Eine richtig schwitzige Runde, ey. Ich würde gerne mein Item einmal holen. Ich kann nicht. Hallo Terra. Ignite drauf, wir haben Elder Drake, der sollte sterben, ne? Wir brauchen Rüstung. Das ist ein bisschen. Ne, Nunu kann, glaube ich, nicht Solo Baron machen. Der hat zu wenig DPS. Also der hat guten Burst, aber kein DPS. Wir brauchen den Jungle mit für uns hier. Aber haben wir noch gewonnen. Ah, ist echt schlimm. Also, so am Anfang des Games ist immer jeder in der Mitte. Also, das ist so insane. Also wirklich, Gegnerteam ist in der Mitte. Ja, mit 3-4 Leuten. Sobald sie sehen, der Nunu gewinnt die Lane. Und dann kommt das eigene Team dazu. Obwohl der eigene Turm noch ab ist. Das ist immer das Schlimmste in dem Game. GG's.